Und regelmäßig kommst du ja nur vor Gericht, zusätzlich noch zu den 60 Euro. Das sind ja zwei vollkommen unterschiedliche Sachen, die auch wirklich nichts miteinander zu tun haben. Du zahlst die 60 Euro und wenn sie wollen, kommst du zusätzlich noch in den Knast oder musst halt die Tagessätze abbezahlen. Und es ist nicht so, wie manche immer denken, wenn man die 60 Euro nicht bezahlt, kommt man in den Knast. Das ist alles totaler Unsinn. Die 60 Euro sind ein erhöhter Fahrpreis. Also die Fahrkarte kostet einfach 60 Euro, wenn du sie nicht vorher löst. Und man kann nicht wegen einer Fahrkarte, nicht bezahlten Fahrkarte in den Knast kommen. Das geht nicht. Sondern es ist zusätzlich noch eine Straftat. Das ist der Paragraph 265a des Strafgesetzbuches, sagt halt, dass wer eine Beförderung erschleicht, auch noch eine Straftat begeht. Daran lässt sich schon zweierlei sehen. Erstens mal, die Straftat ist gar nicht das Fahren ohne Fahrschein, sondern die Straftat ist das heimlich zu tun. Da tobt im Moment der Kampf zwischen uns und denen drum, weil wir da quasi das Schlupfloch drin sehen. Aber selbst wenn du dieses hinkriegst, diesen Straftatbestand, dadurch, dass du es eben nicht mehr heimlich tust, zu umschiffen, bleiben die 60 Euro. Die 60 Euro sind aber wiederum ein zivilrechtlicher Anspruch. Irgendeine Firma will Geld von dir, das kommt ja schon mal vor in diesem Land, nicht? Und den musst du grundsätzlich nur bedienen, wie bei jeder anderen Firma auch, wenn du überhaupt Geld hast. Und die Pfändbarkeitsgrenze liegt im Moment bei 1052 Euro, habe ich vor dem letzten Schwarzfahrprozess nochmal nachgefragt. Und wer unter 1052 Euro im Monat verdient, muss auch die 60 Euro nicht zahlen. Ach, verdient. Ja, pro Monat darfst du so viel bekommen. Ja, durch was auch immer. Das heißt, du brauchst auch kein P-Konto und dann. Ja, das vereinfacht. Das P-Konto ist ja das auch mit dieser Grenze. Und nein, das P-Konto muss man nicht haben. Also P ist ein pfändungssicheres Konto. Da muss die Bank aufpassen, dass dir niemand das wegnimmt. Das ist aber schon praktisch, weil wenn du keins hast, können sie es dir erstmal wegnehmen und du musst es dann zurücklagen. Da musst du immer selber aufpassen. Also an sich ist es kein Unterschied, nur ist es für dich viel anstrengender. So, das bedeutet rein theoretisch, dass wenn du eine Art des Schwarzfahrens findest, bei der du nicht mehr heimlich fährst und unter dieser Pfändungsgrenze bist, dass das also für dich ein Jahresnetzabo ist, quasi so, ne? Für lau. Also vom Gedankenspiel her, ne? Gilt auch für erste Klasse dann, ja? Ja, und man kann auch damit anstellen, ob da diese Mitnahmeregelung abends ab 19 Uhr auch gilt dann. Nochmal ein Fahrrad mit dem Gardolama, so lustige Fragen kann man hier natürlich stellen. Oder lustige Konversationen in den Zügen erzeugen. Aber wie ihr euch schon denken könnt, wahrscheinlich bei diesen Informationen ist es nicht ganz so einfach, wie sich das jetzt anhört. Obwohl ich bin der Auffassung, eigentlich ist es so einfach. Nur genau da gibt es einflussreiche Kreise, die das ärgert, dass das so einfach ist. Und daraus ist jetzt in den letzten Monaten ein beeindruckend bizarrer Streit entstanden um die Frage, was heißt heimliches Schwarzfahren? Ich würde vorweg aber noch sagen wollen, wir AktionsschwarzfahrerInnen machen das noch aus einem ganz anderen Grund, nämlich wie wir hier immer so drauf sind, wollen wir immer irgendwas politisch verändern. Nicht, dass er bei uns so ein bisschen wahnhaft verankert. Wir uns machen halt lauter Sachen, wo sich gleich gesellschaftlich was verändert und nicht nur für uns was rausspringt. Und zwar haben wir dieses, deshalb nennen wir das ja auch Aktionsschwarzfahren, dass wir die Idee haben, dass wenn das jetzt massenhaft passiert, dass dann das Fahrkartenwesen insgesamt ins Bröckeln gerät. Also was würden die machen, wenn das irgendwie so sich rumspricht und ganz viele machen und nicht mehr bestraft werden können? Was würde dann eigentlich passieren? Und da wir auch der Meinung sind, dass dieses ganze Fahrkartenwesen sowieso scheiße ist, also aus verschiedensten Gründen,
Also es ist einmal, ja? Kannst du die vielleicht erläutern? Also mich würde es interessieren, ja, wie du argumentierst, gibt ja irgendwie nichts umsonst. Warum sollte es jetzt auf einmal... Naja, das ist nichts umsonst, gibt es erstmal so nicht, aber naja. Die Luft ist noch nicht privatisiert, die arbeiten aber dran. Zunächst einmal Regelungen, die sogar ein bisschen nah dran sind, wie zum Beispiel das Semesterticket oder so etwas, wo jetzt ja auch der Fahrschein als solches wegfällt. Aber das will ich jetzt erstmal damit gar nicht vergleichen. Wir schlagen auch keine konkrete Variante vor, sondern es ist einfach erstmal so, das ist eines der Hauptargumente aus unserer Sicht gegen das Fahrkartenwesen, ist einfach vollkommen uneffizient. Der öffentliche Personenverkehr ist sowieso so krass hoch subventioniert, dass das, was über die Fahrkarten reinkommt, nur der kleinere Teil ist. Und dann wird das Ganze schon von daher sehr, sehr fragwürdig, ob das jetzt überhaupt noch effizient ist, für einen kleineren Teil so eine abartige Zahl von Fahrkarten, Automaten, Kontrolleuren, Werbung, dass du dir Fahrkarten kaufst. Also da hängt ja noch ein ganzer Rattenschwanz, Buchhaltungsabteilung oder so etwas dran. Es sind allein die ganz eng dazugehörigen Sachen wie Kontrolleure, Fahrkartenautomaten fressen ein Fünftel der Fahrkarteneinnahmen schon auf. Also jedes Mal, wenn ihr da so 5 Euro einwirft, ist 1 Euro schon weg für den Fahrkartenautomat, in den ihr das reinwirft oder werft und alles, was damit zusammenhängt. Und Steuern. Nee, die würden im Prinzip sicherlich noch dazukommen, so, wobei das beim Nahverkehr nur 7% sind, aber im Fernverkehr ist nochmal ein Fünftel weg für die Steuern, ja. Nicht eingerechnet sind die ganzen indirekten Kosten, wie zum Beispiel Werbung. Also es ist ja meines Erachtens tatsächlich so, wenn einfach alle so fahren könnten, könnten die einfach auch darauf verzichten, überall irgendwelche Radiowerbung zu schalten, irgendwelchen Prospekte zu verteilen, irgendwelchen Kack zu machen, weil dann ist das Fahren so attraktiv, dass sie eher Probleme haben, wo sie die Leute alle unterbringen, als dass sie jetzt noch Werbung machen müssen. Außerdem ist die Werbung ja auch angetrieben, davon Einnahmen zu erzielen. Und wenn das umsonst ist zu fahren, kann man durch Werbung keine Einnahmen mehr erzielen. Ne? Man kann die Fahrgastzahlen erhöhen, aber das ist ja eher immer ein kapitalistisches Projekt. Dann sind nicht mit eingerechnet die durchaus beachtlichen Kosten für die Strafverfolgung. Wir haben Gefängnisse in Deutschland, vor allen Dingen in großen Städten wie Berlin, in denen ein Drittel der Belegschaft, also der eingesperrten Leute, wegen Schwarzfahren da sitzen. Das ist eine Zahl, die... Bitte? Ein Drittel, also, ja. Du sagst, wir haben Gefängnisse, aber also, das heißt nicht in allen, sondern in manchen. Genau, das ist der Spitzenwert. Plötzensee, also in Berlin. Mhm. Wie kommst du auf die Zahlen nochmal ganz kurz? Offizielle Zahlen von denen selber. Okay. Also wir haben, ja, ich kann jetzt nicht die Quellen immer aus dem Ärmel schütteln. Nee, da. Die sind, ich habe mich auch nicht über die Frage beschwert. Wir haben eine Internetseite, wo alle diese Zahlen drinstehen mit den Quellen. Da kannst du sofort auf die Originalquellen gehen. Das ist schwarzstrafen.tk. Schwarzstrafen ist unser Kunstwort, mit dem wir ausdrücken wollen, dass nicht das Fahren das Illegale ist, sondern dass einen dafür bestrafen das Illegale ist. Und deshalb Schwarzstrafen. Und ab wann kommt man ins Gefängnis? Du kannst theoretisch sofort reinkommen. Also ist es so, dass du für Schwarzfahren bestraft wirst, wenn du schwarz fährst, aber natürlich nur, wenn ein Gericht das auch mitbekommt. Das heißt, das Nahverkehrsunternehmen, also du fährst meinetwegen in Frankfurt, ne? Nehmen wir mal die, oh, da weiß ich gar nicht, wie die heißen. Also, du fährst die S-Bahn, dann ist es die Bahn. Ne, aber die U-Bahn werden, wie heißen das, FVV, wie heißen der, also nicht RMV betreibt ja nicht die Linien, das ist ja nur der Verbund. Wie heißen das Frankfurter Verkehrsunternehmen? Irgendwie. In Berlin ist die BVG, die U-Bahn da betreibt, die S-Bahn wird auch von der Bahn betrieben. Wenn du dort erwischt wirst, wissen ja erstmal nur die das. Die müssen also jetzt als nächstes eine Strafanzeige bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft machen. Sonst kommt es gar nicht zu einem Verfahren, und zwar nicht deshalb, weil man beim ersten Mal noch keine Straftat begeht, sondern weil die es nicht wissen. Und die meisten machen das so, wenn du das erste Mal erwischt wirst, gucken die mal, das kann ja jetzt ein Versehen sein und sowas, schreiben das auf und dann beim nächsten Mal gucken sie nach, ach, guck, schon das zweite Mal, na gut, aber das andere war vor 2 Jahren so, gut, vielleicht auch nochmal ein Versehen oder so. Aber wenn du ein bisschen häufiger wirst, dann machen die irgendwann eine Anzeige und dann kriegst du zusätzlich zu den 60 Euro, die kriegst du schon ab dem ersten Mal reingebrettert. Und die meisten Leute zahlen es, möglicherweise auch, weil sie nicht wissen, dass sie es gar nicht zahlen müssen. Und dann
melden die das und dann kommt es zu einem Strafverfahren und da sind die Verurteilungsquoten halt extrem hoch. Weil Strafverfahren ist einfach so eine Fließbandarbeit. Ne? Da hast du so einen 10-Minuten-Prozess und so, dann wirst du halt verurteilt. Und dann in Berlin ist, glaube ich, die Anzahl der Strafverfahren, an Gesamtstrafverfahren, noch höher, 40%. Weil in den Gefängnissen ist es ein bisschen weniger, weil das ja nicht so lange Strafen sind. Allerdings gibt es auch Leute, die das vierte oder fünfte Mal verurteilt werden. Die werden dann zu Haftstrafen von einem halben Jahr oder einem Jahr Haftstrafe. Da kannst du auch nichts mehr in Geld umsetzen oder sowas. Länger als ein Jahr geht nicht. Aber das ist ja schon eine ganz ordentliche Zeit. Und jetzt muss man sich das mal ausrechnen, was das kostet. Schon in Geld. Und was das gesellschaftlich kostet, wenn man noch überlegt, dass diese Gefängnisaufenthalte, und es sind ja vor allen Dingen die ärmeren Leute, die dann ihre Tagessätze nicht zahlen können, die also, wenn sie das erste Mal verurteilt werden, meinetwegen zu 30 Tagessätzen. 30 Tagessätze heißt immer, wenn du sie bezahlst, ist das Geld halt weg. So eine Vorstrafe fürs nächste Mal, merken die sich das dann halt. Und dann wird es jedes Mal mehr und irgendwann Haftstrafe. Aber wenn du das Geld nicht hast, musst du schon die 30 Tagessätze absitzen, indem du 30 Tage im Knast bist. Und da ja viele derer, die schwarz fahren, das deshalb machen, weil sie kein Geld haben, landen sehr viele schwarzfahrende Leute schon gleich beim ersten Mal für ein paar Tage im Knast. Und wer sich mal damit auseinandergesetzt hat, wie Knast auf Leute wirkt, ne, da bist plötzlich aus deinem sozialen Umfeld raus, du verlierst deinen Arbeitsplatz, wenn du einen hast, oder deinen Ausbildungsplatz, wenn du einen hast, weil du da plötzlich nicht mehr erscheinst. Deine Freunde oder Freundin verlierst du vielleicht auch, je nachdem wie lang das so ist. Ist dieses auch ein Konjunkturprogramm für Kriminalität? Denn also Leute in Knäste zu sperren, ist die allerbeste Möglichkeit, dass Leute danach, weil aus sozialen Bezügen rausgefallen, nicht weil charakterlich jetzt völlig verdorben und sowas, das ist Unsinn, sondern der Hauptantrieb für Kriminalität ist, dass die sozialen Verhältnisse so sind, dass die Menschen keine andere Perspektive mehr haben. Und das heißt, also Leute in Knäste zu sperren, ist eine Art Konjunkturprogramm für zukünftige Kriminalität. Das, oder anders ausgedrückt, der gesellschaftliche Schaden der Kriminalisierung von Schwarzfahren ist fast unberechenbar hoch. So, ne? So, also, oder umgekehrt gesagt, der Nutzen des sogenannten Nulltarifs, also dass einfach das Fahrkartenwesen mal geballert wird, ist ziemlich hoch. Und deshalb haben wir uns dann überlegt, so, wo wir ja immer so, wir gehen ja mit Gesetzen häufig auch so um, dass wir uns Paragraphen angucken, wie kann man welche Paragraphen so, ich glaube, das hatte ich ja da letztens auch schon gesagt, diese Beispiele oder so im Training würden wir ganz viele so kennenlernen, wie wir Hausfriedensbruch-Paragraphen, Widerstand gegen Staatsgewalt, wie du die alle aushebeln kannst, wie du dich also so verhalten kannst, dass du ein fremdes Grundstück betrittst, aber dir selber den Zutritt legalisierst und so, das ist alles nicht wirklich schwierig. Und so haben wir das beim Schwarzfahrprogramm, an dem wir gesagt haben, Erschleichung von Leistungen. Und als wir anfingen, war die Gesetzeslage so, stellten wir fest, dass es so bis 2004 einen Streit gegeben hatte, ob Schwarzfahren überhaupt eine Straftat ist. Also die 60 Euro, wie gesagt, geschenkt, die gelten immer, das sind ja die Tarifbestimmungen. Ist auch nicht ganz eindeutig, da werden wir auch noch drum kämpfen, weil die Tarifbestimmungen basieren ja auf allgemeinen Geschäftsbedingungen. Da steht drin, dass du eine Fahrkarte kaufen musst. Aber das bürgerliche Gesetzbuch sagt in einer bemerkenswerten Klarheit, dass die nur gelten, wenn du sie auch irgendwo einsehen kannst. Sie müssen also in Bahnhöfen aushängen oder in Zügen. Das tun sie nie. Meines Erachtens gelten sie deshalb auch gar nicht. Das hat bisher noch kein Gericht anerkannt. Vermutlich auch, weil sie wissen, dass das Kapitalinteresse der Verkehrsunternehmen damit stark eingeschränkt würde, wenn ihre AGBs grundsätzlich mal nicht mehr gelten. Also ein Urteil, einen Freispruch zu machen, weil die AGBs gar nicht gelten, wäre verheerend, weil dann würden die 60 Euro auch noch komplett wegfallen. Dann hätten die auf jeden Fall ein größeres Problem und das will ihnen die deutsche Justiz wohl nicht bereiten, obwohl es eigentlich rechtlich sehr eindeutig so ist. Aber das schiebe ich nochmal beiseite, weil wir haben zunächst einmal auf die Karte gesetzt, die Strafbarkeit rauszubringen, weil es gibt ja sowieso ganz viele Leute, die schwarz fahren. Also durchschnittlich so in den Städten, in S-Bahn und U-Bahn 2-3% der dort anwesenden Leute fahren schwarz. Das ist nicht so wenig. Und für diese Leute würde sich für die Gefahr, erwischt zu werden, die meisten träumen sicherlich davon, nicht erwischt zu werden. Und für die meisten Leute, vielleicht habt ihr das ja auch schon mal gemacht, sind Schwarzfahrten noch echt scheiße. Du sitzt die ganze Zeit da rum, während alle anderen relaxed da ihre immer gleiche Mucke aus dem...
oder da irgendwelche vollkommen sinnfreien Chats da so. Sitzt du die ganze Zeit und guckst bei jeder Station, ob irgendwelche Leute so aussehen, als könnten es Controlletti sein. Und du lernst auch nicht, dass du sie nie erkennst, sondern dass immer andere Leute sind, als du gedacht hättest. Aber trotzdem guckst du wie blöd. Und eigentlich ist die ganze Fahrt total scheiße. Da haben wir gedacht, da müssten wir doch eigentlich viele finden, die das cool finden, wenn das Schwarzfahren mal ein bisschen eine ganz andere Performance wird. Also, dass eher cool ist, schwarz zu fahren, weil du dich von Anfang an offenbarst und dann ist auch dann und es auch völlig egal ist, ob jetzt Controllettis reinkommen, weil sie dir sowieso nichts können. Das ist auch so. Also, das kann man so sagen. Alle, die das mal ausprobieren, sagen das, dass das viel cooler ist, aber aus irgendwelchen Gründen setzt sich das nicht durch. Darauf hatten wir erst gehofft, dass die hunderttausenden Schwarzfahris, die jeden Tag da so umher sind, es einfach machen. Weil die Wahrscheinlichkeit ist nicht höher, dass du erwischt wirst. Weil wenn Controllettis reinkommen, wirst du erwischt. Wenn die nicht reinkommen, wirst du nicht erwischt. Ja, aber die kennen den Trick doch noch gar nicht, oder? Die Controllettis? Nein, die hunderttausende Schwarze. Ja, naja, wir haben das schon ein bisschen versucht zu verbreiten über deren Facebook-Einträge. Wir sind teilweise sogar beschimpft worden von den Schwarzfahrer-Gangs so. Wir sollen verpissen und sie wollen sie nicht belehren lassen und so. Das war ziemlich abartig, so fand ich so. Also sehr komisch so. Und dann haben wir so ein bisschen achselzuckend dann so unser Ding weitergemacht. Naja, also jedenfalls, bis 2004 war es umstritten, ob Schwarzfahren überhaupt eine Strafhandlung ist. Es ist bis heute so, dass die Mehrheit der Rechtswissenschaft die Auffassung vertritt, dass Schwarzfahren, normales Schwarzfahren, keine Straftat ist. Denn es handelt sich um einen, bei dem Paragraph 265a, um einen sogenannten Auffangstrafparagraphen für Betrugsdelikte. Der im Laufe der Zeit, der Betrugsparagraf stammt aus der Zeit, wo in Deutschland die meisten grundlegenden Gesetze herstammen und weswegen auch die Gesetzeslandschaft in Deutschland eigentlich nur scheiße ist und der Bezug aufs Recht keinen Sinn macht, als was Positives, nämlich aus dem Deutschen Reich. Und dann gab es eine Regierung, mal in Deutschland eine Regierungsphase, wo relativ viel neue Gesetze erlassen wurden, weil mal alle Lücken aufgefüllt wurden und da wurde auch dieser aufgefüllt. Das war der Nationalsozialismus. Der ist also die zweite wichtigste gesetzeschaffende Regierung und das gilt halt so im Moment alles so. Ne? Und wenn alle so sagen, hey, das, man soll das Recht beachten, beziehen wir uns im Wesentlichen auf nationalsozialistisches und deutsches Reich Paragraph. So Kaiserreich meinst du, oder war ja, Weimarer also, Republik? Nee, Kaiserreich. Ja, so, und die Nationalsozialisten haben wir 1935, weil das sich ja alles modernisierte, also der Massenverkehr da ja erst in Gang kam und plötzlich nicht mehr überall, vorher waren einfach überall Zugangsbeschränkungen. Nicht? Da musstest du irgendwie so ein Controlletti wie am Kinoeingang auf Fresse hauen oder sowas, um da reinzukommen. Aber jetzt setzte halt so dieser Massenverkehr ein und es gab keine Zugangskontrollen mehr. Und deshalb haben die diese Auffangbestände gemacht. Die gelten nicht, das gilt jetzt nicht nur für U-Bahn und sowas, sondern auch für Automaten wie Telefonzellen. Das war einfach ein neues Phänomen. Vorher musst du es individuell im Postamt vermitteln, das ein Telefongespräch. Jetzt gab es irgendwann mal diese Massengeschichten und man hat diesen neuen Paragraphen eingeführt, um quasi im anonym, in der anonymen Geschichte halt irgendwie so, also wenn du zum Beispiel so einen Automaten ausspielst, so eine Telefonzelle und hängst da so ein Ding an irgendein Band rein und telefonierst und ziehst sie dann wieder raus. Das wäre der klassische auch Erschleichung von Leistung. So, ne? Und jetzt sagen die Rechtswissenschaft, ja, bei allen also eine Aktivhandlung. Du musst also irgendetwas machen, um irgendetwas aktiv zu umgehen, aber beim Schwarzfahren machst du das nicht. Du gehst da rein und setzt dich hin. Also das kann nicht strafbar sein, sagt die Rechtswissenschaft. Bis heute. Und die Gerichte sagen, uns interessiert das überhaupt nicht, was die Hochschullehrer, bei denen haben wir zwar mal unseren Abschluss gemacht, aber jetzt vertreten wir Kapitalinteressen. Ja, nutzt doch aktiv die Also verboten ist ja nicht die Leistungsannahme, sondern die Leistungserschleichung. Ausschließlich die heimliche Variante ist das Verbotene. Ist ein Betrugsdelikt. Und wo ist im Schwarzfahren die Betrugshandlung? So, jetzt wurde es richtig abenteuerlich, das alles vor unserer Zeit. Wir haben das aber dann ja nachgelesen, ne? Weil wir wollten ja jetzt korrekt Schwarzfahren. Also mussten wir uns das durchlesen und stellten fest, ab 2004 ungefähr gilt, durch Bundesgerichtshof und Bundesverfassungsgericht abgesegnet, folgende Aktivhandlung, das Nichthandeln wird aktiv begangen. Also du machst aktiv nichts.
Du machst nicht zufällig nichts, sondern du machst absichtlich nichts und aktiv. Also der juristische Begriff heißt anscheinende Ordnungsmäßigkeit. Und jetzt fangen die an zu konstruieren und ich führe euch jetzt mal in die Abwegigkeiten juristischen Denkens. Dann sagen die, du tust so, als wärst du auch ein zahlender Fahrgast, indem du dich genauso verhältst wie zahlende Fahrgäste. Und jetzt kommen die Abwegigkeiten der juristischen, also wir machen ja sowas auch, Gerichtsprozesstrainings, jetzt kommen wir, diese kreativ-subversiven Leute, die alle Paragraphen denen verdrehen, sagen immer, das stimmt gar nicht. Wir verhalten uns nur so wie alle anderen Fahrgäste, es ist aber eine Lüge wie alle anderen fahrenden Fahrgäste, sondern wir verhalten uns ja auch wie anderen der 2-3% schwarzfahrenden Fahrgäste. Es ist eine völlige Fiktion, dass wir uns so wie die zahlenden Fahrgäste verhalten, weil das wissen die gar nicht, dass die anderen, ob die anderen eigentlich gezahlt haben. Wir verhalten uns wie alle anderen Fahrgäste und wie viele davon eine Fahrkarte haben, ist völlig unklar. Zu manchen Zeiten auf manchen Berliner Linien dürfte das im zweistelligen Bereich sein, wie viele da keine Fahrkarte haben. Also von daher, das sind so die juristischen Auseinandersetzungen, die man dann so führen kann. Aber das war uns nicht so wichtig. Wir haben gesagt, scheiß drauf, auch wenn das der totale Unsinn ist mit dem Anschein der Ordnungsmäßigkeit. Wenn die halt sagen, das Oberlandesgericht Frankfurt zum Beispiel hat 2010 beschlossen, der Anschein der Ordnungsmäßigkeit reicht, man müsste dem schon aktiv entgegentreten. Na okay, und gesagt, dann werden wir das jetzt also tun und es begann das Zeitalter der Hinweisschilder. Wir also, da ist dann das Fahrzeug, man geht rein und dann mache ich mir ganz aufwendig mit einer Klammer ein Schild hier. So stehe ich dann da. Führt tatsächlich dazu, dass anders als die Gerichte entscheiden, die sagen jetzt immer völlig unauffällig und sowas, nein, da gucken schon fast alle. Ich bin mir sicher, weil die glauben, ich bin ein Kontrolleur, weil ich mir so ein tolles Schild habe. Dann fangen sie an zu lesen und es ist tatsächlich so, dann gucken sie auf die große Schrift und dann wollen sie die kleine lesen, dann gebe ich dir nochmal so weiter und rum und fange an mit den Leuten zu reden und so weiter. Das ist eigentlich ganz witzig, also gerade so in den großen Städten, wo viele Schwarzfahrer sind, habe ich auch schon erlebt, das ist also viel cooler. Du gehst da so rein, machst das so ganz offen, dann gucken irgendwelche Leute. Also in Berlin haben schon mehrfach Leute Selfies dann mit mir gemacht, weil und so. Gut, das ist natürlich auch in Mode, man macht sein Selfie mit jeder. Also Leute, die wenig erleben im Leben, für die ist das dann eigentlich schon mal was Besonderes. So, jetzt wurde es richtig interessant. Jetzt kommen also die ersten Verfahren gegen uns mit Hinweisschild. Und die Gerichte. Oh nein! Also du kannst, also das, wir, aber das ist so absurd, was wir da alles erlebt haben, das kann man auch nicht alles erzählen. Also am schönsten Amtsgericht Starnberg, da geht also der Prozess gegen den Dirk, der war damals hier auch in der Projektwerkstatt. Ja, also sitze jetzt mit, also wir haben einen Tonbandmitschnitt, das machen wir eigentlich immer, ist verboten, aber wen interessiert es? Ist nicht strafbar, aber verboten. Also das heißt, wenn du es hinkriegst, dann können sie dir auch hinterher auch nichts mehr. Na jedenfalls habe ich mir das dann angehört, hinterher, unfassbar lustiger Dialog, Richterin so, ja also wollen Sie zu dem Vorwurf was sagen? Nein, also direkt dazu nicht, aber ich würde einen Antrag stellen. Naja, das ist doch jetzt egal. Verteidigst du dich selbst nur mal kurz? Ich verteidige mich auch immer selbst und ich verteidige auch andere. Okay. Also ich beim zweiten Mal im Starnberg war ich jetzt Verteidiger von dem. Ich bin kein Jurist, auch das ist ein. Es gibt sehr viele Märchen, die auf der Welt erzählt werden, teilweise auch aus interessierten Kreisen wie Anwälte oder sowas. Aber man darf sich ja, also es ist ja bekannt, dass man sich selbst verteidigen darf, oder? Ja, es kommt darauf an, wo. Aber bei solchen Strafverfahren immer ja. Mhm. Und wie gesagt, man kann sich auch gegenseitig verteidigen. Das ist schon, da kann man schon auch ordentlich Gegenwehr leisten. Naja, jedenfalls, dieses Tonband, da war ich nicht anwesend. Dieses Tonband habe ich mir dann angehört, sagt der, ich würde einen Antrag stellen, nämlich den Antrag, dass ich mit einem Schild gekennzeichnet war, dass ich schwarz fahre, sagt die Richterin. Was soll das denn? Das ist doch total albern. Das hat doch überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Dann versucht der zu erklären, dass es doch darauf genau ankommt, ob man heimlich fährt. Daraufhin sie, jetzt spielen Sie sich hier nicht so als Superjurist auf. Das hat sie original gesagt. Sie hat keine Ahnung. Der hat Ahnung. So geht das Verfahren noch zu Ende. Vollkommen sinnfrei. Sie haut ihm ständig nur eine rein, dass er doch total bescheuert ist und ob er noch alle Tassen im Schrank hat, weil er so ein komisches Zeugs von so einem Schild labert.
letztens, 2 Jahre später, inzwischen ist die Debatte natürlich bekannt, bei gleicher Richterin, er wieder angeklagt, ich sei Verteidiger. Jetzt hatte sie ja dazugelernt. Jetzt waren sie plötzlich der Meinung, es kommt darauf an, wem man das schildert. Und wir haben wirklich alles an Varianten inzwischen, an Urteilen. Alles, was geht, die Richter und Richterinnen machen eigentlich nichts anderes, als festzulegen, warum das Schild nicht gilt. Nicht, weil es irgendwie grüne Schrift auf rotem Untergrund war und der Schaffner könnte rot-grün schwach sein oder man hat es nicht oben auf dem Kopf gehabt und der Schaffner könnte von oben kommen und einer hat mal gesagt, man hätte es dem Lokführer zeigen müssen, der hätte mir einen Vogel gezeigt, was ich da wolle. Wenn das alle machen würden mit so einem Schild, dann zum Lokführer jedes Mal. Und gar keiner mehr zum Einsteigen. Ja, vor allen Dingen steht vorne meistens immer dieses Schild in S-Bahnen oder sowas, nicht mit dem Fahrer sprechen. Also du sitzt da wirklich vor Gericht und denkst dir, ich bin hier in dem, also den Höhepunkt hat eindeutig, ist eindeutig in einem Verfahren in Bonn gelaufen und das ist vom Oberlandesgericht, das ist das erste richtig schlimme Urteil für uns auf Höchstrichter, hätte ich ja eben gewesen, da ist jemand gefahren und er hat das so an der Mütze angesteckt. Das ist auch ja ziemlich auffällig, ne? Und da haben die dann geschrieben, das war eine Fahrt am 11.11. von Köln nach Bonn. Nach Frankfurt und erwischt halt in der Nähe von Bonn, deshalb da das Verfahren. Es hätte auch ein Faschingskostüm sein können und sei deshalb keine eindeutige Kennzeichen. Ne? Ja. Wenn du wirklich denkst, also jetzt gehe ich aber echt nur noch mit roter Nase ins Gericht. So. Wir fingen zu dieser Zeit mit einer neuen Variante an und das ist die, die ich auch heute empfehlen würde und ich finde sie eigentlich sogar besser. Ich finde, die Gerichte helfen uns hier ein bisschen, indem sie mehr gefordert haben. Wir müssen auffälliger sein und ich denke mir, gut, dann sind wir halt auffälliger. Es gibt jetzt mehrere hochrichterliche Entscheidungen, dass ein Schild nicht gilt. Die letzte Entscheidung war hier in Gießen, denn ich bin in Gießen mehrfach freigesprochen worden, weil die Gießener Richter irgendwann gesagt haben, also meine Fahrer sind immer in Gießen, weil bei Schwarzfahren hast du, da gibt es eine Einigung so zwischen den Staatsanwaltschaften, da die Prozesse, egal wo du erwischt wirst, immer an deinem Wohnort oder bei dem nächstgelegenen Gericht. Also habe ich meine immer in Gießen und die Gießener haben irgendwann mal Freisprüche auch auf zweiter Instanz gemacht und da steht sogar drin, das, was die deutschen Gerichte da gerade machen, sei völlig absurd. Also steht richtig so drin, im Mündlichen hat er sogar gesagt, peinlich. Also er hat das auch alles aufgezählt, was die da so machen. Und wie die versuchen, diesen Paragraphen zu retten, der nicht mehr zu retten ist, sagt er. Und das sei alles nur peinlich. Dieses Urteil ist am 23.12., das ist jetzt die letzte Geschichte, beim Oberlandesgericht Frankfurt aufgehoben worden. Und das Oberlandesgericht hat gesagt, nein, das ist genau umgekehrt und hat die nächste Peinlichkeit draufgesetzt, hat genau das gemacht, was das Landgericht Gießen gesagt hat und hat die an Peinlichkeit noch einen draufgesetzt. Und die haben jetzt beschlossen, egal wie groß das Schild ist, man sieht mit dem Schild immer genauso aus wie ohne Schild. Also selbst wenn du dir vorstellst, ich hätte jetzt so ein Quadratmeter großes Schild hier vor, ich sehe genauso aus wie ohne. Ich würde anscheinend der Ordnungsmäßigkeit, ich würde so aussehen wie alle anderen Fahrgäste, die scheinen auch alle so ein komisches. Also so, ich habe dann auch vor der, da waren ziemlich viele Medien oder so da, allerdings ist das sehr wenig ausgestrahlt worden, es war wirklich richtig viel da, die haben alle aber schon gesagt, wenn heute der Tag ist, wo sie den LKW-Fahrer fangen, dann kommt nichts rein in den Nachrichten und leider, als wir nach Hause kamen, hatten sie den in Mailand oder wo das war erschossen. Und deshalb ist nichts von dem Zeugs irgendwo gesendet worden, weil du hast dann keinen Platz in den Nachrichten. Aber das war halt schon, ich habe dann immer mit diesem Ding so, ja, was sagen Sie zu dem Urteil? Ich sage immer, das kann man ganz einfach zusammenfassen. So ist so. Boah, aber kannst du vielleicht nochmal ganz kurz ausführen, wie so ein Urteilsspruch zustande kommt? Nee, ist es einfach nur so. Schutz der Betreiber oder wie? Ja, also ich meine, so dumm kann man ja, also es ist doch, ja irgendwas steckt so, da ja hinter. Die sind so abgefahren drauf. Ja, ich glaube, dass die ein bisschen auch natürlich gereizt sind, durch unsere Art Gesetze immer wieder zu umschiffen. Also wir sind ja nun auch nicht ganz unbekannt, dass wir solche Sachen immer machen, um politischen Druck zu erzeugen. Liegt ja auch daran, dass ich sehr stark auf diese, was wir auch bei dem Aktionstraining so üben würden, wie schaffst du es mit 3, 4, 5 Leuten gigantische Effekte zu erreichen, indem du eben nicht in den Spielkasten dieses Staates steigst und die Aktion machst, die der will, dass wir sie machen, wenn wir ihn nicht mögen, sondern wir machen die Sachen, die wir uns ausdenken und die halt erhebliche Wirkung erzeugen, auch mit wenig Leuten. Und das ärgert die natürlich auch und letztendlich hoffen sie natürlich wahrscheinlich auch, dass sie uns zermürbt kriegen oder dass keine Leute mitmachen. Die sehen, glaube ich, natürlich schon auch, dass wenn sich das rumspricht,
Naja, also, aber im Moment verschlimmert sich die Lage für die noch, weil wir da jetzt schon vor längerer Zeit gesagt haben und dieses OLG-Urteil Frankfurt und auch das Mützenurteil mit dem 11.11. oder sowas, dagegen sich nicht wendet, sondern nur sagt, Schild reicht nicht. So, und wir ja schon seit langem, das sind nur Altfälle, wo ich nur das Schild hatte. Das ist jetzt immer noch ein Fall, der stammt aus 2013, da hatte ich halt nur das Schild. Aber seit 2014 fahre ich längst schon auch noch mit Flugblättern. Wichtig ist, das heißt Erschleichung von Leistungen. Die Leistung entsteht erst, wenn das Ding anrollt. Ihr habt also einen gewissen Zeitkanal, das Ding steht da, ihr geht rein und jetzt habt ihr so 1 bis 10 Sekunden oder so Zeit, bis dieses Ding endlich losfährt, in dem sowieso noch keine Straftat begangen werden kann, weil das Ding noch gar nicht fährt. Machst du dir also das an und wenn das Ding fährt, rein formal betrachtet, ne, was sie hinterher nachweisen können, ist ja nochmal eine andere Frage, aber formal betrachtet muss, wenn das Ding anrollt, du jetzt also dieses Schild haben oder irgendetwas anderes, aber es muss mehr sein als das Schild. Vielleicht kann man das Schild weglassen, das ist eine andere Frage. Es müssen eindeutige Kennzeichnungen sein, also kein T-Shirt, wo drauf steht Schwarzfahrer oder Schwarzfahrerin, was du auch trägst, wenn du eine diese irgendwie Mädchen, Jungs oder irgendwas dazwischen aufreißen willst, je nachdem, wie du gerade drauf bist oder so. Also solche Kleidung, die halt auch außerhalb getragen wird zu anderen Zwecken, ist keine eindeutige Kennzeichnung. Das ist schon auch irgendwie nachvollziehbar. Aber das, so ein Schild aus der Tasche zu holen und sich da anzuhängen, bitte nicht benutzen, wenn ihr eine Fahrkarte dabei habt, weil dann verliert es seine Eindeutigkeit. Wir haben inzwischen auch verschiedenste Varianten, also Leute, die ein Semesterticket haben, können die Fahrt auch unterstützen. Das sieht halt einfach so aus. Ich würde schwarz fahren, wenn ich keine Fahrkarte hätte. Da geht es einfach nur darum, diese Aktion zu unterstützen und jetzt, egal wie rum du den halt hast, machst du da den halt an und jetzt habe ich noch meine Flyer immer dabei und dann gehe ich jetzt rum und verteile... Also vor der Fahrt noch. Bevor ja, ich fange dann gleich an, weil die Leute gucken auch und sagen, ja, guten Tag, ich mache hier eine Aktion gegen die Kriminalisierung von Schwarzfahren und für Nulltarif, weil das ganze Fahrkartensystem ist eigentlich total bescheuert und möchte jemand so eine Zettel haben und du wirst halt merken, in der zweiten Klasse, so in den Regionalzügen und sowas, gar nicht so wenig Leute, die das cool finden. Wir haben das auch mal in der deutschlandweiten Aktionsschwarzfahrt gemacht und im erste Klasse ICE-Abteil, das war echt cool. Also wenn die bewaffnet gewesen wären, dieser asoziale reichen Block da, die hätten uns einfach niedergeschossen. Die haben einen Hass abgezogen da und haben versucht, uns zu prügeln und sonst was, diese Reichen da. Also schon, also erste Klasse IC, natürlich nicht alle, das ist ja klar, aber das war jedenfalls, ich fand das interessant, das mal kennenzulernen, wie die Leute so drauf sind, die erste Klasse IC fahren. Naja, so, also wir machen das jetzt so. Hier haben wir einen stabilen Freispruch. Also der ist auch von der Staatsanwaltschaft nicht angegriffen worden. Das heißt also, die Rechtslage bei dem Fahren mit Karte und Flyer ist im Moment stabil. Allerdings haben wir bei der Schlacht vor dem Oberlandesgericht Frankfurt schon rumgelästert gegen dieses Gericht. Ihnen ist doch alles egal. Als nächstes werden Sie doch über die Größe von dem Flugblatt diskutieren. Das ist doch jetzt schon klar, oder? Ihnen ist doch jede Rechtsbeugung recht um Kapitalinteressen. Das haben wir denen auch so ziemlich klar schon gesagt. Das heißt, ich glaube, wir bleiben in der Konfliktsituation. Aber es ist momentan so, dass es für Fahren mit Flugblatt hier in Gießen den Freispruch gab und die Staatsanwaltschaft den sogar selber auch beantragt hat. Allerdings Starnberg und in Hildesheim jetzt. Und es gibt diese eine Aktionsschwarzfahrt, die war mit Flyer, Schild, Transparent und Megafon. Und begleitet von einem gigantischen Polizeiaufgebot. Also bei jedem Bahnhof sind wir gekesselt worden oder sowas. Am Ende war es allerdings auch schon so, dass die, also dann, wir sind von Kempten nach München. Dort gab es dann einen Prozess. Dann sind wir weitergefahren von München in ein ICE hinein. Und dann sind wir jede Bahnhof rausgeflogen. Das ist bei ICE jetzt nicht so dramatisch, weil da kommt man trotzdem ganz gut, weil der nächste Bahnhof nach München war dann schon Nürnberg. Da sind wir rausgeflogen, dann wieder in Würzburg, dann sind wir nach Frankfurt gefahren, Gießen gefahren. Und echt so krass auffällig. Und die Bundespolizei hat mit Presseinfos dagegen geschossen, während wir noch gefahren sind. Und trotzdem gibt es jetzt 2 Verurteilungen, dass das heimlich gewesen sein soll. Also während wir fuhren, war das überall im Fernsehen. Total absurd. Und trotzdem heimlich, ne? Aber
Das hat etwas zu tun, das ist jetzt alles auf den unteren Ebenen, das hat etwas zu tun mit der totalen Überforderung, das muss man schon sagen, von Amtsrichterinnen und Amtsrichtern, die von Recht regelmäßig überhaupt gar keine Ahnung haben. Also die erwischen ja ständig mit irgendwas, wo die dann ganz lange in ihren Büchern erstmal blättern und gar nicht mehr klarkommen. Das muss einen nicht besonders beeindrucken, meines Erachtens. Also ich gehe davon aus, dass wir diese Urteile auf den nächsten Instanzen erstmal aufgehoben bekommen, bis explizit die sich was zu den Flugblättern ausdenken. Also das bislang ist das noch nicht so. Die haben das einfach gar nicht verarbeitet. Also nicht wie bei dem Schild, wo dann ja irgendwann anfing. Ja, also ich habe zum Beispiel eine Verurteilung gekriegt. Meine allererste mit diesem Schild war, ich fahre umsonst, sei uneindeutig. So, deshalb steht da immer extra für diesen Einrichter, weil der ein bisschen schwer von KP ist. Das heißt, ohne gültige Fahrkarte. Also es verwandelt sich ständig. Ja. Also der aktuelle Stand, und da rufe ich auch explizit zu auf, weil das bisher Freisprüche dazu gab, also rufe ich auch nicht zu strafbaren Handlungen auf, sondern ich rufe ja dazu auf, explizit so schwarz zu fahren, wie es nicht strafbar ist. Also ich rufe zu nicht strafbaren Handlungen auf. Und das auch weiter zu erzählen an Leute, die sowieso schwarz fahren, weil ich finde, dass die die interessante Gruppe ist, die einen doppelten Nutzen hat, nämlich, dass sie dann auch noch von der Bestrafung abgehalten wird und diese Leute zu erreichen und mit Karte und Flyer oder mit irgendeiner anderen Kombination. Ihr könnt ja auch einen Luftballon mitnehmen und den immer bemalen. Oder, das ist ja egal. Wir haben auch schon mal eine Aktion gemacht, da sind wir eingestiegen und mit mehreren Leuten und haben dann mit Kreide in der U-Bahn oder was es war, die Area, wo wir gestanden haben, umkreist und Stellplatz für Leute ohne Fahrschein. Das ist auch brüllend auffällig, ne? Also solche Aktionen halt zu machen. Aber ist das dann nicht irgendwie... Sachbeschädigung, Kreide ist nie Sachbeschädigung. Kreide ist das Mittel der Wahl, um im Politik würde auch im Aktionstraining, ist eines der ersten Sachen, die wir dort lernen, nie wieder im Leben ohne Kreide unterwegs sein. Ihr könnt permanent alles, was ihr dort seht, sexistische Werbung, Nazisprüche, rassistische Polizeikontrolle, immer kommentieren. Ihr hockt euch einfach davor und malt mit Kreide einen Spruch dazu auf. Ganz wichtig, Kreide. Aber fressen sollte man sie nicht. Im Kölner Dom könnte ich da jetzt nicht mit Kreide. Im Kölner Dom. Naja, eine Straftat ist es nie, also Sachbeschädigung geht nicht mit Kreide. Also es sei denn, man konstruiert sich jetzt irgendwelche total absurden Sachen, wo der Untergrund tatsächlich nicht von der Kreide zu befreien ist. Also stell dir vor, irgendein spezielles Gemälde von Picasso auf irgendeinem Stoff, der irgendwas, ne, schieß mich tot. Im Normalfall ist Kreide nie eine Straftat. Es kann in einem Raum, wo es nicht von selbst weggeht, also wo nicht Leute drüber latschen und wo kein Regen drauf fällt, sein, dass dir die Reinigungskosten auf privatrechtlicher Ebene in Rechnung gestellt werden. Das gilt wieder nur dann, wenn du oberhalb der Pfändungsgrenzen bist. Und die müssen es auch wollen und die müssen vor allen Dingen auch eine Rechnung erzeugen können für diesen Quatsch, dass sie da einen Wischlappen draufgelegt haben. Also sie werden natürlich rumpausen, aber das ist auch eine Frage, das machen wir in den Trainings ja auch. Darum geht es ja auch, dass du einfach mehr Rückgrat gewinnst. Und wenn sie dann kommen und sagen, das gibt eine Anzeige und außerdem werden wir es in Rechnung stellen, du ganz lässig dann irgend so einen Spruch raushaust wie Hunde, die bellen, beißen nicht, oder? Oder versuchen sie es doch. Und einfach ganz grusam weitermachst. Und merkst, dass das Leben einfach um einige Etagen schicker wird, wenn man sich nicht so schnell von den Verhältnissen einkriegen lässt. Eine Strafe. Nee. So, muss man die denn trotzdem zahlen, wenn man dann mit dieser Aktion dann... Ja, wenn du über den Pfändungsgrenzen liegst, dann ja. Also die 60 Euro sind ein zivilrechtlicher Titel, den kriegst du mit keinem Mittel der Welt weg. Mhm. Naja, obwohl das stimmt jetzt nicht ganz, hatte ich ja vorhin schon gesagt, kann ich auch nochmal wiederholen. Aber sie sind ein zivilrechtlicher Anspruch, das heißt, ja, sie sind nicht in dem Sinne eintreibbar und sie sind auf jeden Fall nicht gegen Knast zu tauschen. Fraglich wird es allerdings schon noch werden, nur dass wir das ja bei uns nie haben. Wir sind alles, also ich bin einfach jemand, der ohne Geld lebt. Ne? Also von daher stellt sich die Frage für mich nicht. Aber wäre es anders, würde ich mit den AGBs kommen. Ne? Also ob diese 60 Euro, die ja zu den Geschäftsbedingungen gehören, ob das überhaupt stimmt. Die schreiben immer in die Urteile rein, dass man durch das Betreten einen Vertrag abgeschlossen hat. Und ich sage immer so, das ist, erstens mal habe ich durch das Schild explizit gesagt, ich schließe diesen Vertrag nicht ab. Das heißt, dieses konkludente Vertrag abschließen, das ist halt zum Teil schon so, dass das so gewertet wird.
Du machst irgendetwas, verhältst dich so wie die, die das Eigentum dran haben oder das Kapital oder was auch immer, verhältst dich so, wie die das wollen, dann gibt es dieses konkludente Vertrag abschließen. So, und das kann man schon konstruieren dort. Aber wenn du dem entgegentrittst und sagst, nein, nein, ich schließe den Vertrag nicht ab, ich reise ohne den Vertrag unterschrieben zu haben, dann ist es schon fraglich, ob du ihn unterschrieben hast. Aber wenn die AGBs da gar nicht aushängen, was nach bürgerlichem Gesetzbuch Voraussetzung dafür ist, dass der Vertrag zustande kommt, dann würde ich rechtlich sagen, geht überhaupt nicht. Also es gibt keinen Vertrag, weil die hängen nicht aus, also gelten sie auch nicht. Zahlt man die 60 Euro dann einfach nicht oder schreibt man den dann? Ich zahle die sowieso nicht. Also ich würde die auch nicht mal bezahlen, wenn ich sie hätte, weil überweisen ist ja nicht teurer. Und erstmal sollen die das mal... Weil man schreibt denen auch nicht, dass die... Nee, ich schreibe denen gar nicht, also weil bei mir ist alles schon geregelt. Es kann sein, dass wenn die vor Gericht ziehen, dass sie dich irgendwann mal dahin treiben, dass du eine Vermögensauskunft machen musst. Also dass du von einem Gerichtsvollzieher vorgeladen wirst und musst halt unterschreiben, dass du nicht mehr als 1052 Euro oder sowas verdienst. Das kann passieren, ob das die bei Schwarzfahren gemacht wird, weil die müssen dann ein... Pfändungsverfahren vor Gericht machen und wenn sie dann nicht rankommen ans Geld, zahlen die das. Das ist richtig teuer für die und die Bahn verkauft den Anspruch für diese 60 Euro sofort an ein Inkasso-Unternehmen. Und hier kommen so jeden Tag so ein bis zwei Briefe von denen hier an. So, weil wieder irgendwelche Leute, die hier gemeldet sind, schwarz gefahren sind und wir öffnen die auch gar nicht mehr. Also es passiert nie irgendetwas. Also früher haben wir die immer geöffnet, da geht es immer so, Sie müssen jetzt 60 Euro zahlen und dann, ja, Sie haben die 60 Euro nicht gezahlt, jetzt kommt noch eine Mahngebühr dazu. Ja, beim nächsten Mal werden wir vor Gericht gehen, es ist Ihre letzte Chance! Und dann kommt einfach nichts mehr. Aber das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, weil ich bin natürlich bei allen Stellen wie Schufa oder sowas bereits gemeldet. Das heißt, Sie können auch herausfinden, dass bei mir nichts zu holen ist und hören deshalb vielleicht auf. Ob das auch auf Leute zutrifft, die da nicht gemeldet sind, kann ich jetzt hier nicht sagen. Und bezogen auf die AGBs heißt es nicht eigentlich, dass man sich immer selber informieren muss, also das Unwissenheit Nein, nein. Wenn im bürgerlichen Gesetzbuch drinsteht, dass die AGBs erreichbar sein müssen, also die müssen da ausliegen, wenn sie gelten. Wenn du da irgendwas von auf der Internetseite irgendwas kaufst, da muss so ein Link sein. Du musst, normalerweise musst du sogar ein Häkchen machen. Ich habe die AGBs gelesen, was sicherlich bei allen hier im Raum immer nicht stimmt. Also du kriegst das halt an, weil du diesen Mist dir nicht durchlesen willst. Was natürlich durchaus mal übel nach hinten losgehen kann, aber ich bin da auch nicht... Eigentlich ist das nicht klug, aber ich meine, das ist halt einfach total viel Müll, den man da durchlesen müsste. Würden die AGBs da aushängen, würde sich auch niemand die durchlesen bei der Bahn. Aber in der Tat, diese komische Starnberger Richterin hat das einfach rausgehauen, die hängen da aus. Wir haben einen Beweisantrag gestellt, dass die nicht da sind und deshalb gar nicht gelten. Hat sie gesagt, doch, die hängen da aus. Nee, man muss beim Schalter fragen, dann kriegt man die. Hat die einfach beschlossen, ne? Wir sind vom Gerichtssaal zum Bahnhof gegangen. Haben gesagt, guten Tag, wir wollen die AGBs einsehen. Nee, sowas haben wir hier nicht. Alles mitgeschnitten mit Kamera, so, ne? Diese Gerichte, die sind einfach eiskalt da mit dem Ausdenken. Das ist einfach so, die erfinden ständig Recht, aber das kennen wir schon. Also die sitzen dann da und denken, darf wohl nicht wahr sein. Die hat das Gerecht ausgetrickst. Und dann sind die richtig wütend und versuchen alles, um dir einen reinzukegeln. Ne? Das nennt man Rechtsbeugung. Aber, naja, wie willst du Angehörige der Justiz vor die Justiz kriegen. Also das ist eine, also man muss sie anders besiegen. Letztendlich. Also die verurteilen dich dann, die wollen dich dann etwas verurteilen, was die meinen, das ist real ist, aber. Das geht so nicht, ja. Das ist eigentlich, das geht so nicht. So, die finden das unverschämt, was wir da gemacht haben. Genau. Und das kann doch nicht sein, dass das erlaubt ist. So. Das ist eher so ein Empörungskanal, den du da aufmachst. Und das ist vor allen Dingen bei Amtsgerichten ziemlich hoffnungslos. Es gibt allerdings schon mal das allererste Verfahren in Eschwege haben wir tatsächlich gewonnen. Mal da einfach so eine Amtsrichterin, ah ja, dann ist ja alles klar, dann tschüss, freigesprochen. So fing das alles mal an. Da dachten wir schon, ja wunderbar, das war nur mit Schild. Ne? Es war derselbe Mensch, der dann mit dem Schild an der Mütze ist, dann später an einer anderen Stelle in Deutschland reingekracht gekriegt hat. Ne? Der war auf die gleiche, also kommt drauf an, wo du fährst, ist es mal so und mal so, ne? Ja, also die Lage, also die juristische Lage ist halt so, das Oberlandesgericht hat ja jetzt das Urteil aufgehoben, es muss in Gießen also neu verhandelt werden. Also ich bin jetzt nicht verurteilt, sondern es muss einfach wiederholt werden. Niemand weiß eigentlich, was jetzt passiert.
das ist vielleicht auch nicht so relevant. Wir werden da sicherlich ein paar Schippen drauflegen, auch in der juristischen Argumentation. Also ich kann mir vorstellen, dass in diesem Verfahren die AGBs mal, dass da mal drum gekämpft wird, weil das Schild ja jetzt leider nicht mehr geht, weil ein Landgericht kann nicht gegen die Anweisung des Oberlandesgerichts, das Schild taugt nichts, dann nochmal einfach sagen, doch, das taugt wohl was. Theoretisch schon, aber das ist irgendwie das werden sie nicht machen. Wollen wir schauen, was dann passiert. Vielleicht stellen sie jetzt auch ein, weil sie erstmal nur diese Aufhebung haben wollten, damit wir damit nicht arbeiten können und gucken dann mal, was weiter passiert, weil sowieso alle wissen, dass die Zeit vorangeschritten ist und das Problem nicht mehr bei dem Schild liegt, sondern bei einem Flugblatt jetzt liegt. Also das ist ja so ein Altfall, der keinen reellen Bezug mehr hat, ne? Weil wir rufen ja nicht mehr dazu auf. Eigentlich aber wollen wir, das ist ja dann schon noch wichtig, nicht, dass es hier so in diesem juristischen Geplänkel untergeht, was ja immer ganz unterhaltsam ist, wir wollen eigentlich diesen Nulltarif und das heißt, eigentlich wollen wir da so einen Masseneffekt draus haben. Und den kann man auch selbst dann herstellen, wie gesagt, wenn du eine Fahrkarte hast, dann kannst du halt so fahren, ne, mit dieser anderen Variante oder du denkst dir irgendetwas anderes aus. Also das ist ja jetzt meine Variante. Also es ist natürlich viel cooler, wenn sich alle was Eigenes ausdenken. Und dass es irgendwann mal einen Masseneffekt gibt, weil die Vorstellung, dass wenn wir davon ausgehen, dass meinetwegen in den großen Städten wie Frankfurt oder Berlin oder Köln oder sowas in jeder S-Bahn und U-Bahn mindestens 2 bis 5 Leute schwarz fahren und die das alle machen würden, überlege mal den Effekt, wenn jeder U-Bahn, egal wann die fährt, in jeder U-Bahn in Zukunft Leute Flyer verteilen, dann haben wir die größte politische Aktion, legen wir da. Und ich glaube tatsächlich, dass das Fahrkartensystem schwer erschüttern könnte. Aber sind da die Leute für solche Aktionen nicht immer ein bisschen zu bequem? Also, du hast ja das hast du leider überall bei diversen anderen Aktionen. Aber ganz viel ist ein Coolness-Faktor, wenn einfach genügend Leute das machen. Und es sich rumerzählt oder dann vielleicht auch in irgendwelchen komischen Talkshows plötzlich irgendjemand von euch wird entdeckt, weil Günter Jauch sitzt in der gleichen S-Bahn, findet das cool, lädt dich ein und dann wird da plötzlich drüber geschwätzt. Denke mal daran, wie vor 10 Jahren das mit dem Containern losging. Ja, länger her als 10 Jahre. Wir waren da ja auch die Ersten, die das in die Medien reingedroschen haben von hier, die ganzen Filme, allerersten Filme, 2003 ungefähr. Kommen wir ja dann vor. Das war plötzlich der Hype, ne? Da jeden Tag 3 Medien hier angerufen, ja, guten Tag, wir wollten mit Ihnen mal was machen, wir haben ein ganz neues Thema entdeckt und wir dann so, ja, und wissen Sie was? Wir wissen schon, was Sie neu entdeckt haben. Wieso? Ja, weil Sie schon der Dritte sind heute, der wegen Containern anruft. Ne? Stimmt doch, dass Sie deshalb anrufen. Ja, ja, war der totale Hype. Ja, und das finde ich ist durchaus vergleichbar. Heute würde, damals gab es Strafprozesse und sowas wegen Containern, jetzt gibt es noch diesen albernen Prozess gerade in Aachen, hier in Gießen wollten sie auch einen machen, wo der Supermarkt sich mit allen Mitteln gewehrt hat, die Staatsanwaltschaft zu bearbeiten, bitte nicht diesen Prozess! Und das war sehr lustig, die Situation, also der Supermarkt hat dagegen gekämpft, dass es den Prozess gibt. Ja, wäre nicht gut für die gewesen. Also ich wäre der Angeklagte gewesen. Tegut wäre der Supermarkt gewesen, der ganz viel wegschmeißt. Also wäre nicht so krass. Wäre sehr uncool für die geändert. Und dann haben die dafür gekämpft, dass der Prozess nicht stattfindet. Gutachten haben die richtig geschrieben, dass das gar kein Diebstahl ist. Das war richtig gut. Das ist so gut wie durch. Also Containern, glaube ich, ist sehr, sehr klar, dass du da nicht mehr... Du wirst einfach kein Verfahren mehr kriegen. Das macht keiner mehr. Ja, das halte ich für sehr wahrscheinlich. Hier ist eine Meldung. Ja, ja, ich weiß. Genau, ich wollte fragen, also mit dem Nulltarif, das finde ich ja auch voll gut, aber dann müsste es ja praktisch der Staat zahlen. Eine also, der Varianten wäre, dass das der Staat zahlt. Also was halt jetzt subventioniert wird, muss halt dann noch erhöht werden. Aber du bist ja generell eher, sag ich jetzt mal, gegen den Staat oder dass sich der auflöst, aber wenn es den nicht mehr gäbe, wer soll das denn dann zahlen? Also weil es wird ja zumindest immer noch Ressourcen in gewisser Art und Weise brauchen, also wegen der Denklogik, wenn die ganz durchdacht ist. Also die Frage ist auf jeden Fall sehr klug, auch gerade vor dem Hintergrund, dass es ja stimmt, dass ich eigentlich Konzeptionen, die den Staat brauche, nicht mag. Das stimmt auch. Insofern ist es auch erstmal wichtig, da auch immer noch dazu zu sagen, dass ich den Nulltarif für eine Zwischenlösung halte. Für solche Zwischenlösungen kämpfe ich aber an vielen Stellen. Nicht? Also ich kämpfe erstmal für die Abschaffung von Studiengebühren, als Beispiel, ne? Ist jetzt durch das Thema, aber da war ich auch dabei, weil ich es richtig finde, dass der Zugang zu Unis frei ist, obwohl ich eigentlich der Auffassung bin, dass sie langfristig auch nicht mehr vom Staat betrieben werden sollten.
das bedingungslose Grundeinkommen, nicht irgendeins, sondern das bedingungslose Grundeinkommen, halte ich auch für sinnvoll, damit die Leute weniger Angst haben und sich politisch dann für noch mehr engagieren können. Nichtsdestotrotz braucht es den Staat. Und so ist es mit dem Nulltarif auch. Das heißt, mein langfristiges Ziel ist wiederum ein ganz anderes, nämlich die Produktionsmittel gehören in die Hand der Menschen. Das heißt, die Sache, Mobilität zu organisieren, soll nicht durch den Staat ausgehen. Das hat ja eine Menge weiterer Nachteile, nämlich dass über so eine Machtstruktur auch die Mobilitätsform durchgesetzt wird, die auf die Menschen nicht unbedingt Rücksicht nimmt. Man denke auch an die ganzen Autostraßen, das ist jetzt nicht besonders nett für die Leute, die da wohnen oder so. Aber die können sich nicht richtig wehren, weil dahinter so eine Macht steht. In einer Gesellschaft der freien Menschen, in freien Vereinbarungen, müsste man Mobilitätskonzepte aushandeln, die die Menschen nicht so einschränken. Das heißt, da würde wahrscheinlich nicht mit Autos über breite Betonpisten gefahren, sondern viel intelligentere Sachen. Das ist aber viel weiter hin. Und ich finde erstmal innerhalb bis hier und jetzt, mehr ist es auch nicht, es ist eine klassische Reform. Aber auch ich finde Reformen nicht per se verkehrt. Sie müssen halt in die richtige Richtung gehen, also mehr Freiheit schaffen. Ich persönlich denke aber nicht daran, dass der Staat das alles bezahlen soll, in dem Sinne, dass es einfach aus Steuern bezahlt wird, sondern bin eher so ein, ich komme ja mehr so aus der Öko-Ecke und denke mir dann, wenn wir das so machen, dann schon richtig, dann also der Weg hin zu autofreien Innenstädten oder so etwas, das heißt, als Finanzierungsmodelle kommen schon auch noch andere Varianten in Frage, zum Beispiel eine City-Maut, das heißt also alle, die mit dem Auto immer noch reinfahren in die Städte, finanzieren den kostenlosen Nahverkehr. Jetzt kann man natürlich wieder, ne, man denkt darüber kritisch nach, was ja immer gut ist, kommt er dahin, wenn es also erfolgreich ist, finanziert er sich nicht mehr, der Nahverkehr. Also wenn niemand mehr mit dem Auto fährt, finanziert er sich nicht mehr. Das stimmt, aber wenn niemand mehr mit dem Auto fährt, finde ich, sind wir so viel weiter, dass wir eine neue gesellschaftliche Debatte aufmachen können, wie organisieren wir eigentlich den Nahverkehr. Also wir leben hier vom Container. Es ist auch klar, dass ich eine Welt will, in der es diese Wegwerfkultur nicht mehr gibt. Aber wenn wir so weit sind, dann mache ich auch gerne wieder etwas anderes. Wir werden uns dann schon was anderes einfallen lassen. Oder dann machen wir halt eine Solawi hier dann doch auf, weil es die Container nicht mehr gibt und mehrere Leute dann sowas brauchen. Wollen wir sehen, was dann passiert. Also da habe ich wenig Angst vor. Aber es ist natürlich sehr richtig und sehr gut, darauf hinzuweisen, dass der Staat das alles finanziert, nicht das Ende, sondern der Anfang der Veränderung sein müsste. Wobei es gibt ja auch ganz gute Beispiele und ich meine auch Studien, die sogar darauf hinweisen, dass der gesellschaftliche Nutzen, zum Beispiel durch den Nulltarif, sowohl als auch dadurch, dass immer weniger Fahrzeuge, also da fahren dann mehr öffentliche Verkehr rum, aber weniger insgesamt an Fahrzeugen, würde sogar auch die Straßen, Sanierungskosten entlasten und so weiter und so fort. Und also in einigen Städten wird das ja betrieben, da weißt du vielleicht ein bisschen mehr. Es gibt ja auch welche Städte mit Nulltarif. Es gibt Städte mit Nulltarif, ja. Und die scheinen ja sogar das positiv zu betrachten, also dass es sogar ziemlich nutzbringend ist, also sogar vielleicht, keine Ahnung, weil die Leute dann irgendwie gerne zur Arbeit fahren oder sich was und produktiver sind oder ich weiß nicht warum, aber irgendwelche Nutzen gibt es ja wohl dabei. Das hoffe ich nicht, dass sie das tun. Kannst du was über diese Nulltarif-Städte berichten? Kann ich sagen. Hier gab es noch eine weitere Meldung oder passt die da auch gar nicht zu erstmal? Ja, doch, passt schon. Also so Bundestagswahl 1998 haben die Grünen, die damals noch nicht ganz so scheiße waren wie heute, die Forderung aufgestellt, 5 Mark pro Liter Benzin wollte der Spritpreis halt kosten, das wären heute 2,50 Euro. Das hatten sie sich nicht aus den Fingern gesogen, sondern das war damals die Berechnung des Umweltbundesamtes für die Schäden im Umweltbereich, Verkehrstote und so weiter. Also jeder Liter Benzin müsste damals 5 D-Mark oder 2,50 Euro kosten, um überhaupt die ökologischen und sozialen Schäden abzudecken. Das heißt, wenn man sozusagen diese Forderung heute wieder aufnehmen würde und sagen würde, der Liter Benzin müsste 3 Euro kosten zum Beispiel und diese Einnahmen dann über den Staat umverteilen, sprich hin zur Subventionierung des öffentlichen Nahverkehrs, dann weiß man, woher das Geld auch kommen kann. Denn es wird ja immer gesagt, die Schäden, die entstehen, müssen durch die sozusagen das Verursacherprinzip, das ist ja sogar ein marktwirtschaftliches Instrument, wird immer gesagt. Bloß bei solchen Dingen, da wird das ganz schnell beiseite geschoben.
die privaten Autonutzer, umso größer die Autos sind, umso mehr Dreck sie raushauen. Klar, die Steine zahlen dann auch ein bisschen mehr Steuern, aber dass sie quasi so und so viel Liter pro 100 Kilometer verbrauchen, was verbraucht so ein SUV? 20 Liter oder keine Ahnung. Jedenfalls da ist es halt so, dass umso größer die Kisten sind, wisst ihr alle, die Schäden sind dann auch immer größer. Ja, also da wir haben unter dieser Aktionsschwarzfahrerinnen-Szene, die ja nicht groß ist, uns nicht darauf festgelegt, welche Finanzierungsmodell wir bevorzugen, damit wir an dieser Stelle nicht in irgendeinen Konflikt kommen mit verschiedenen. Es gab damals zwei Parteien, die schon im Parteiprogramm den Nulltarif drin haben. Die eine ist inzwischen in der Versenkung verschwunden, nämlich die Piraten. Und die hatten ein anderes Modell, die sind ja nicht so staatsorientiert, die wollten so eine Flatrate, bei denen muss irgendwie alles nach Computer klingen, also so eine Flatrate, das wäre dann sehr ähnlich wie das Semesterticket von der Konstruktion her. Und die Linken, die wollen das natürlich über den Staatshaushalt machen, weil die sind ja eher staatsnäher. Und wenn ich jetzt so aus so einer Öko-Ecke halt mal denke, würde ich halt eher solche Lenken, wenn man das schon macht, wenn der Staat da schon eingreift, also auch bei dem Modell mit dem Benzinpreis, wäre es ja weiterhin der Staat, das stimmt schon. Also für so einen Anarchisten ist das nicht die, wie mich, wäre das nicht die langfristige Forderung, sondern eben ein Zwischenschritt zu mehr. Und das würde ich auch immer dazu sagen wollen. Wenn der Staat schon irgendwie Gelder umverteilt, dann soll das auch die maximale Lenkungswirkung haben, finde ich. Dann ist die freie Fahrt für alle schon auch einen maximalen umweltpolitischen Nutzen haben. Denn das ist ja erstmal von den Gründen her, da waren wir ganz am Anfang, das war gar nicht vollständig. Diese ökologischen Gründe sind natürlich noch relevant. Und das zweite sind soziale Gründe, die auch noch relevant sind. Weil es ist sehr interessant, bis auf ganz wenige Ausnahmen wie Sozialticket oder so etwas, wo die Reichweite nicht besonders verbreitet und die Reichweite ist auch nicht besonders groß, ist das sehr interessant, dass Mobilität in Deutschland für alle Leute gleich viel kostet. Egal wie viel Geld die haben. Und das führt tatsächlich dazu, dass sich größere Teile der Bevölkerung am gesellschaftlichen Leben deshalb nicht mehr richtig beteiligen können, weil sie nicht mehr dahin fahren können. Also wenn man sich anguckt, wie in dem Hartz-IV-Budget die Mobilitätskosten mit eingerechnet sind, dann kannst du dann vielleicht einmal pro Woche noch zum Kino fahren und die Kinokarte ist da auch noch nicht drin. Das heißt also, diese Teilnahme am gesellschaftlichen Leben scheitert schon daran, dass du dich dann hinbewegen kannst zum gesellschaftlichen Leben und richtig viele Leute, ich sage es jetzt mal so ein bisschen brutal, verrotten dann in ihren kleinen Wohnungen, die sie dann noch irgendwie finanziert kriegen. Und hier würde ein Nulltarif einfach auch eine soziale Gerechtigkeit schaffen, dass einfach alle die gleiche Chance zur Mobilität haben. So, und jetzt gibt es einige Städte. Wir haben im Moment, ich fange mal mit der größten an, die es im Moment gibt, ist eine Hauptstadt in der EU, nämlich Tallinn. Diese Stadt hat eine knappe 500.000 Einwohner. Das heißt also jetzt vergleichbar mit, also ein bisschen kleiner wie Städte wie Stuttgart oder Frankfurt oder Bremen oder was auch immer, wo ihr gerade so herkommt oder was man so einschätzen kann. Auf jeden Fall größer als Freiburg und unvergleichbar viel größer als Gießen. Dort ist der Nulltarif und das Interessante ist, dass die dort eine Schwierigkeit entdeckt haben, nämlich dass der Nulltarif halt für die EinwohnerInnen von Tallinn umsonst ist, also logisch, der Nulltarif umsonst ist, also das Fahren ist umsonst und die ganzen Fahrkarten und Automaten und Kontrollen trotzdem da sein müssen für alle, die von außerhalb da reinkommen und deswegen wird da gerade diskutiert, das Fahrkartenwesen landesweit abzuschaffen. Dann hätten wir einen EU-Staat, zugegebenerweise nicht gerade der größte, aber ein EU-Staat, der komplett fahrkartenfrei organisiert wäre. Es gibt aber auch in anderen Teilen kleinere Orte. Nicht so allzu weit weg von hier war mal auch ein größerer Ort, wo das extrem erfolgreich lief. Also erfolgreich in dem Sinne, dass der Umbau auf den Nahverkehr von anderen Verkehrssystemen deutlich spürbar war. Das ist eine belgische Stadt Hasselt gewesen. Die ist leider in der Rechtspopulismus-Debatte untergegangen. Also es gab dann so eine Geschichte, dass einfach so rechtspopulistische Kandidaten das gar nicht, weil es nicht funktioniert hat, sondern aus Prinzip halt so, ne, zu ihrem Wahlkampfthema gemacht haben. Also irgendwie so ein Mensch mit so einem geistigen Horizont wie Trump oder sonst wie was, könnte man ja sich alles Mögliche zutrauen. Also beim Rechtspopulismus geht es ja nicht irgendwie um analytische, argumentative Schleifen. Die haben wahrscheinlich auch nicht gesagt, die Umwelt soll weiter kaputt gehen oder Autofahrer sind geil, sondern einfach nur so... Fuck, Nulltarif. Irgend sowas auf diesem Niveau. Jedenfalls ist er dadurch gekippt worden. Und es gab eine Stadt auch mal in Deutschland, nämlich Templin.
Templin hat das mal gemacht und gescheitert ist es daran, dass es so erfolgreich war, dass sie von der Entwicklung so überrascht waren, dass sie die Investitionen in den Nahverkehr nicht haben stemmen können. Und es deshalb wieder ausbremsen mussten. Und jetzt zahlt man da irgendwie so ein paar Cent. Also es ist sehr billig, aber es war zu erfolgreich. Also das ist schon interessant. Das ist natürlich klar, die Gesellschaft muss schon darauf vorbereitet sein. Wenn man jetzt in Gießen sagen würde, Nulltarif, einfach mal so, und dann geht es so weiter. Ne? Also heute jetzt wird verkündet, so ab morgen ist Nulltarif. Und ansonsten bereitet sich niemand darauf vor, dann würden morgen unfassbar große Mengen an Leuten an irgendwelchen seltsam gestalteten Marktplätzen, Bushaltestellen oder sonst was rumhängen und nicht mehr in die Busse reinpassen. Ne? Also du musst dir schon was ausdenken, weswegen wir zum Beispiel jetzt, wir haben ja letztens da zusammengesessen und wollen auf der nächsten Critical Mass, die ist am 5. Januar, einen Flyer verteilen mit einem Verkehrsutopie-Konzept für Gießen. Und da haben wir halt so richtig so eingemalt, null Tarif, autofreie Innenstadt, haben wir so eine Karte gemacht, Fahrradtrassen, also mehrere Straßen uns ausgewählt auf dem Stadtplan, wie das optimal wäre, welche als reine Fahrradstraßen umgebaut werden sollen und zwei Straßenbahnlinien. Regiotrams, ja, Jörg Gießen hatte mal eine Straßenbahn. Ja, ich habe den SMG-Chef mal gefragt, ob das wieder denkbar wäre. Er meinte, ja, wir werden noch gefragt, ob wir eine U-Bahn bauen. Nee, ich sag's nicht. Nee, eine U-Bahn ist ja albern, das brauchst du also statt nicht. Straßenbahn ist eh viel geiler, weil eine Straßenbahn ist das einzige Verkehrsmittel, fremdangetriebene Verkehrsmittel, was Fußgängerinnen kompatibel ist. Das heißt, das kann schon durch die Innenstadt durchfahren, kann man in Bremen zum Beispiel gut sehen oder in Erfurt oder sowas, ja, da tütteln die so durch die Innenstadt durch. Oh, ja. Genau, Freiburg auch. Das geht und es ist so, dass Gießen hätte es in den letzten Jahren etwas einfacher auch hinkriegen können, weil die ihre Einfallstraßen saniert haben, Marburger Straße zum Beispiel und sowas, da hätte man das einplanen können. Aber es geht immer noch ganz gut, weil am coolsten finde ich diese Regiotram-Konzepte, die es in Karlsruhe und Kassel gibt, wo die Straßenbahnen kein eigenes Netz haben, sondern die kommen von außerhalb rein über die normalen Bahnschienen und koppeln dann irgendwo aus. Und fahren dann in die Innenstadt rein. Weil die Bahnhöfe sind ja meistens nicht in der Innenstadt, sondern sie so irgendwo am Stadtrand koppeln sie, fahren sie runter von da, kommen dann von den Vororten über das normale Bahnnetz und an der Weiche fahren sie dann und dann hat man so eine neue Linie. Das wäre in Gießen von der Vogelsbergbahn, von unser hier gar nicht so schlecht machbar, weil auf der